Und damit willkommen zurück zu Mass Effect 2. Auf nach Freedom's Progress. Okay. Sturmaufstieg. Missionszusammenfassung. Shepard ist zusammen mit dem Agenten Taylor und Lawson Angriff auf der Anlage entkommen. Anlage durch Fernentzündung zerstört. Bergungsteams werden alle belastenden Daten vernichten und erziehe auf Anraten von Miranda andere Zellen eine Sicherheitsüberprüfung, um sicherzustellen, dass Wilson unser einziger Maulwurf war. Ungeachtet der Kosten war Projekt Lazarus ein Erfolg. Shepard ist zurück. Ah, das ist von ihm die Zusammenfassung dann immer. Er macht die. Oh. Was für ein Ausblick der hat. Holy shit. Boni importieren. Sie haben die folgenden Boni erhalten, weil sie einen Charakter mit Stufe 46 nach Mass Effect 2 importiert haben. 1000 Erfahrung statt bei Stufe 2. Ah. 120.000 Credits, 2500 Minute Zero, Iridium, Palladium, Platin, plus 52 Vorbit, plus 190 Abtrünniger. M100 Granatenwerfer. Schnellfeuer Granatenwerfer, den vor allem die Watcher, Watcher Söldner des Bloodpacks sehr schätzen. Kann mit einem einzigen gut platzierten Schuss mehrere Feinde ausschalten. Effektiv gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren. Credits. Zebras Finanzierung 3750, Credits gefunden 6825, Gesamtcredits verdient 10.575. Oh, cool, dass man sowas jemals immer kriegt, so eine Zusammenfassung. Ist die Gesundheitsleiste des Feindes rot? Dann irgendwas. Wir müssen in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Nicht sterben? Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Hm. Wir werden herausfinden, wer das getan hat und ihn dann zur Strecke bringen. Nichts wird uns davon abhalten. Ist das klar? Absolut, Commander. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Blind! Mach das Licht aus! Oh. Ja gut, ich... Oh Gott, jetzt bin ich selber blind bei mir zu Hause. Bah. Meine Softbox geguckt. Plus zwei Abtrünniger, okay? Neue Waffe. Was? Wo? Oh. Sehr schön. Kann man die auch mit F1 und so alles wieder wechseln? Nein, okay. Muss ich mal ganz kurz nachgucken. Leider jetzt nicht, dass ich gesehen habe, aber man kann mit der Maus halt den scrollen. Das ist ja. Die Waffen sind scheiße platziert, muss ich jetzt in der Hinsicht sagen. Ich hätte schon gern, wenn ich die Maus gerade scroll, dass die direkt danach kommt. Kann ich die. Wenn ich jetzt sage, hier auf 5? Nee. Kann ich die nach oben ziehen? Leider nicht. Ich muss erstmal klarkommen mit meiner. Sorry. Das hier kann ich. Die kann ich ziehen, okay, aber das. Schade. So, jetzt sind wir auf Freedom's Progress. Hallo. Jemand hier? Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Naja, also die haben schon aufgegessen, muss man sagen. Ne? Essen ist hier keins mehr drin. Irgendwas hier? Moment. So. Hallo? Ist jetzt wirklich einfach nur Stille oder? Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Einfach nichts. Satzteile bergen, okay. 1000 Credits. Oh, dankeschön. Kick.
Okay, wo auch immer der Schuss herkam. Fortfahren? Ah, guter Speicherpunkt. Ah, die tun ganz schön weh. Die tun aber wirklich weh. Stirb einfach. Da dann. Ah. Ja gut, die habe ich natürlich nicht gesehen. Huch. Die tun echt wie. Holy shit. Diese Mechs durften nicht aggressiv sein. Sie hätten uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Ja. Tut auch ganz schön weh. Heilige Scheiße, tun die weh. Also wir haben ja schon viel ausgehalten im ersten Teil, aber hier. Markieren Sie einzelne Knoten, um passende Symbole zu finden. Wenn Sie zwei passende Symbole gefunden haben, wählen Sie sie aus, um den Schaltkreis zu schließen. Vervollständigen Sie alle Schaltkreise vor Ablauf der Zeit, um die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen. Was? Ah. Da und da. Das. Du. Das ist, ja, das ist cool. 2000 Credits. Das Hacken gefällt mir besser als das andere. Das war ja einfach nur... Die sehen Sie, ja. Aus. Ich find's mal lustig. Huch. Keine Bewegung. Parser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Tali? Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter. Shepard? Ist das... Sie leben? Tali Zora, Sie haben auf meinem Schiff gedient. Sie wissen, was ich mit Leuten mache, die mich bedrohen. Parser, sagen Sie Ihrem Team, es soll die Waffen wegstecken. Verdammt, Tali, das ist doch Unsinn. Warum sollte Ihr früherer Commander für Cerberus arbeiten? Ich weiß es nicht. Aber wenn das Shepard ist, ich weiß es nicht. Shepard hätte einen Grund. Ich weiß, dass Cerberus eine fragwürdige Vergangenheit hat. Aber es ist die einzige Gruppierung, die sich um die verschwundenen Kolonien kümmert. Der Rat hat der Menschheit den Rücken zugekehrt. Ich nicht. Tali, Sie erwägen doch nicht ernsthaft, Cerberus zu vertrauen. Ich vertraue niemandem, Praser. Aber wir werden beim Durchsuchen des Areals Hilfe brauchen. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Alle anderen sind tot. Wie kommen Sie darauf, dass Vitor überlebt hat? Wir haben ihn bei unserer Landung gesehen. Sie haben ihn gesehen? Warum ist er da nicht bei Ihnen? Vitor war verletzt. Und er war schon immer etwas... nervös. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Sie sollten zu Ihrem Schiff zurückgehen, Tali. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn wir Vitor gefunden haben. Vergessen Sie's. Ich lasse nicht zu, dass Cerberus einfach alles an sich reißt. Ich auch nicht, Praser. Ich will nicht gegen Sie kämpfen, Shepard, aber ich kann die Sache nicht einfach Cerberus übergeben. Außerdem müssen wir zusammenarbeiten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flottille infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Sie wollen, dass wir die Drecksarbeit machen, während Sie hinschleichen und sich Vitor schnappen? Wohl kaum. Wir sind für einen Frontalangriff besser ausgerüstet als Sie, Commander. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, kommen wir nicht an den Max vorbei.
Wir ziehen uns zurück. Wenn Sie antworten wollen, gehen Sie zu dem Lagerhaus. Die Quarianer sind ein unerwarteter Parameter. Sie können uns helfen, aber ich hätte Sie gern dabei im Auge behalten. Ich wette, Sie sagen gerade Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine große Entschuldige, dass ich laufe. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Ich dachte, ich kann die Katze abschießen, aber... Nö. Ihr wollt nicht. Huch. Den habe ich gar nicht erst gesehen. Start umgehen ist in Ordnung. Gut. Sind ja... Das war jetzt mal einfach. Was kriege ich jetzt dafür? 2000 Credits. Oh, cool. Noch irgendwas anderes hier? Nö, gut. Hallo? Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Ja, meine Schilder halten gar nichts aus. Au! Ah, da ist noch einer. Oh, hi. Nö. Könnt ihr doch ruhig machen. Ihr seid doch dafür da. Solche Idioten. Los, wir können sie immer noch einholen. Ich versuche schon zu rennen. Ah, noch mehr Drohnen. Einer weniger. Also zwei weniger. Fehlt die Map irgendwie. Er zerlegt gerade Prasas Einheit. Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Geh doch dahin. Gehe in Deckung. What the F? Der Mech hat schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Ach, Ivo, ich habe hier doch meinen Granatwerfer. Oh. Ja gut, das war's mit der Munition. Ist doch schon. Irgendwelche effektiv gegen Panzer und biotisch barrierend. Ja, bitteschön, mach mal. Ich habe ja auch irgendeine Munition, stimmt. Das ist... Was für eine Munition? Sarah, Schild und Situativ... Ah! Ja, zu spät. Hätte es vorher sagen müssen. Wie schön. Was ist wie schön? Ich? Oh, danke schön. Das sieht interessant aus. Munition für schwere Waffen, okay. Jetzt könnte ich das Forschungsprojekt Schrotflinte... ich will keine Schrotflinte. In vielen Spielen ja, aber hier jetzt nicht unbedingt. So, jetzt irgendwie könnte... Okay, man kann nicht überall rüberspringen. Okay, gut zu wissen. Habe ich gerade ausprobiert. Monster kommen zurück. Max, beschützen mich. Sicher vor Schwärmen. Muss mich verstecken. Keine Monster. Keine Schwärme. Nein. Okay. Vitor? Kein Vitor. Nicht hier. Schwärme können ihn nicht finden. Monster kommen. Muss mich verstecken. Hey, ich rede mit Ihnen. Na toll. So eine weite Reise und dann ist unser einziger Zeuge ein brabbelnder Irrer. Schwärme kommen. Sturm kommt. Sturm von Schwärmen. Max, beschütze mich. Linke Maus ist für eine abtrünnige Aktion, sofern sie diese angezeigt wird.
sie sind. Keiner von denen. Sie sind ein Mensch. Sie haben sie nicht gefunden? Wer hat uns nicht gefunden? Die Monster. Die Schwärme. Sie haben alle mitgenommen. Wir sind keine Überlebenden, Vitor. Wir sind gerade erst angekommen. Sie wissen es nicht. Sie haben es nicht gesehen. Aber ich habe alles gesehen. Sieht aus wie Material der Überwachungskameras. Er muss es manuell zusammengeschnitten haben. Was zum Teufel ist das? Mein Gott. Ich glaube, das ist ein Kollektor. Ist das sowas wie ein Alien? Sie sind eine Spezies aus dem Raum irgendwo hinter dem Omega-4-Portal. Nur sehr wenige haben schon mal selbst einen gesehen. Sie arbeiten normalerweise mit Mittelsmännern, also Sklavenhändlern oder Söldnern. Wenn sie irgendwas mit den Reapern zu tun haben, könnte das erklären, was mit den Kolonien geschehen ist. Die Kollektoren haben modernste Technologie. Sie könnten eine Waffe haben, die eine ganze Siedlung sofort außer Gefecht setzt. Die Seeker-Schwärme. Die Seeker finden dich, frieren dich ein und dann nehmen die Monster dich mit. Warum haben die Kollektoren sie nicht mitgenommen? Schwärme haben mich nicht gefunden. Monster wussten nicht, dass ich hier war. Die Kollektoren sind eigentlich für ihre Gründlichkeit bekannt. Vielleicht ist er wegen seines Umweltanzugs nicht auf ihren Sensoren aufgetaucht. Oder sie haben eine Technologie eingesetzt, die ausschließlich Menschen aufspürt. Nur Kolonien der Menschen wurden angegriffen. Erzählen Sie mir mehr über diese Schwärme. Das Schlimme ist, wie sie dich finden. Wolken von Seekern, Maschinen wie kleine Insekten. Sie kommen überall hin, sie finden dich. Dann stechen sie dich, frieren dich ein. Klingt nach Miniatursonden. Sie finden ihre Opfer und lähmen sie dann mit einem Stasefeld oder einem Nervengift. Ich möchte mehr über die Kollektoren erfahren. Darüber weiß man nicht viel. Sie sind so selten, dass viele glauben, sie würden gar nicht existieren. Viel wichtiger ist doch, warum sie menschliche Kolonisten verschleppen. Was haben sie vor? Vielleicht findet der Unbekannte es raus. Was geschah dann? Die Monster brachten die Leute auf ihr Schiff und dann sind sie fort. Das Schiff flog weg. Aber sie kommen zurück, um mich zu holen. Niemand entkommt. Ich glaube, mehr kriegen wir aus dem nicht raus, Commander. Da haben wir endlich einen Zeugen und dann ist er so durch den Wind, dass er uns nicht mal sagen kann, was er gesehen hat. Ich habe sie untersucht. Die Monster. Die Schwärme. Ich habe sie mit meinem Universalwerkzeug aufgenommen. Viele Daten. Elektromagnetisch. Dunkle Energie. Wir müssen diese Daten zum Unbekannten bringen. Greifen Sie sich den Quarianer und sagen Sie dem Shuttle, es soll uns abholen. Was? Vitor ist verletzt. Er muss behandelt werden, nicht verhört. Wir tun ihm nichts. Aber wir müssen wissen, ob er sonst noch etwas weiß. Wir werden ihn unbeschadet zurückgeben. Ihr Volk hat schon einmal versucht, uns zu hintergehen. Wenn wir ihn an Sie übergeben, werden wir die nötigen Informationen niemals bekommen. Prasa war ein Idiot. Er und seine Männer haben dafür bezahlt. Sie können gern die Daten in Vitors Universalwerkzeug haben, aber Sie überlassen ihn bitte mir. Sie müssen Vitor nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten zusammenarbeiten, so wie früher. Ich kann im Moment noch nicht mal glauben, dass Sie am Leben sind und zu Cerberus gehören. Ich trage jetzt Verantwortung. Ich habe selbst eine Mission. Die kann ich nicht abbrechen. Nicht mal für Sie. Die Leute von Cerberus werden ihm nichts tun, Tali. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Aber wir brauchen diese Informationen und es ist eindeutig, dass die Quarianer nichts mit uns teilen wollen. Verdammt, Shepard! Ich habe Ihnen vertraut! Ihm passiert nichts. Mein Wort darauf. Aber wir müssen so viel wie möglich über die Kollektoren herausfinden. Was? Nein! Ich verstehe nicht! Holen Sie uns ab! Krankenstation bereit machen! Viel Glück, Shepard! Hoffentlich ist das, was Sie von Vitor erfahren, die Sache wert. Auch wenn es mir für Tali echt leid tut, aber... Wir sind skrupellos, wir dürfen uns dem nicht hingeben. Wir sind und bleiben abtrünnig, böse, wie auch immer man es sagen möchte, ne? Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Leider konnte uns der Quarianer, den Sie zurückgebracht haben, keine nützlichen Informationen geben. Er ist zu verwirrt. Wir überstellen ihn der Migrantenflotte. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Aber gut,
Ich würde sagen, das war's für die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir sehen uns ja in der nächsten Folge dann wieder, wenn das hier da weitergeht. Bis dann. Cheerio.